Warwick, RT Deutsch. Die Ermittlungen zur Causa Skripal gehen mittlerweile in den sechsten Monat. Noch immer konnte die britische Regierung keine belastbaren Beweise für die behauptete Täterschaft Russlands darlegen. Bedauert die Bundesregierung im Nachhinein die schnelle Ausweisung der russischen Diplomaten? Die Frage geht sowohl an Regierungssprecher als auch ans AA. Die Antwort konkret ist nein. Und die längere Antwort ist, dass wir dem, was wir hierzu mehrfach vorgetragen haben, nichts Neues hinzuzufügen haben. So ist es. Nachfrage. Ja. Die Argumentationsbasis der Bundesregierung ist ja dieselbe seit dem 14. März. Das heißt, für die Bundesregierung ist nicht relevant, dass die Ermittlungen der letzten 5 Monate keinen einzigen Beleg zutage geführt haben für die russische Täterschaft. Das ist ja zunächst einmal eine Behauptung von Ihnen. Es ging uns immer um ein Gesamtbild, das von britischer Seite den europäischen Partnern dargestellt worden ist und das uns zu dem Schluss gebracht hat, aus dem heraus wir gehandelt haben. Das war aber ein Bild vor den Ermittlungen. Die Ermittlungen laufen ja mittlerweile seit 5 Monaten und haben keinerlei Hinweise auf eine russische Schuld gebracht. Das könnte auch die Bundesregierung zu einer Revision veranlassen. Also man muss ja eingestehen, dass die Argumentationsbasis der Bundesregierung sich seit dem 14. März nicht verändert hat. Was sich verändert hat, ist aber, dass es überhaupt erst Ermittlungen gab, nachdem die Ausweisung erfolgt ist. Was war jetzt Ihre Frage? Die Frage ist, ob die Bundesregierung dies mit einbezieht oder einfach nur noch mauert mit Status quo 14. März 2018. Ich stelle fest, dass Sie uns seit März dieselbe Frage dazu stellen. Und ich dieselben Antworten bekomme. So, jetzt gibt es noch eine neue Frage dazu. Gibt es sonst noch jemanden, der an diesem Thema interessiert ist? So, das scheint mir nicht der Fall zu sein.